Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Es wird heute nochmal duftig. Wir haben sozusagen eine duftige Kerzenwoche. Am Dienstag gab es ja bereits unsere BookTube Duft Collection. Das hat mich aber nicht davon abgehalten, mich von der lieben Sarah Sophie ja nochmals anfixen zu lassen. Nicht, dass ich genügend Düfte nicht eigentlich schon zu Hause hatte. Die liebe Sarah Sophie hat nämlich die neuen Düfte von Chestnut Hill vorgestellt und hat auch von einer neuen Candle Warmer erzählt, den sie eben bei Candle Warmers Deutschland bestellt hat. Und somit musste ich ganz zwangsmäßig ja auch mal eine Bestellung bei Candle Warmers Deutschland vornehmen. Ich habe mir ja eine elektrische Duftlampe bestellt und auch 4 Düfte ja von Chestnut Hill, und ich bin jetzt mega, mega gespannt und dachte, das packen wir jetzt einfach zusammen aus. Das Video von der lieben Sarah Sophie findet ihr unten in der Infobox und ich ja packe euch auch den Shop von Candle Warmers Deutschland mit rein. Solltet ihr jetzt irgendwie Lust bekommen haben, dann schaut da gerne mit vorbei. Das Besondere an den Chestnut Hill Düften ist, dass sie aus Sojawachs bestehen, was ich ja super interessant finde, dass man hier tatsächlich eben nicht dieses alternative Öl hat, sondern auf Sojawachs geht. Und ja, ich bin mega neugierig. So viel kann ich sagen, jetzt ist schon mal alles mega gut verpackt. Und es springt mir förmlich auch direkt die ja, Duftlampe entgegen. Und zwar habe ich mich hier für das Mason Jar entschieden in Weiß. Ja, das ist eine relativ kleine Größe, so wie ich das verstanden habe. Und in dem kann man eben ja das Wachs erwärmen. Ich habe so eine Duftlampe schon irgendwann mir mal im DM gekauft von Riesigli, wie auch immer die heißen. Finde es aber schade, dass ich halt nur eine habe, weil man räumt die jetzt natürlich auch mit dem Stecker nicht ständig von rechts nach links. Und dann muss ich doch immer mal Teelichter verwenden für die reguläre Duftlampe. Und ja, da musste ich jetzt einfach mal zugreifen. Und das ist jetzt auch schon das süße Stück. Also hier hinten haben wir einen ganz normalen Stecker mit An- und Ausschaltknopf, was ich auch einfach praktisch finde. Und man hat hier jetzt eben den Deckel, den man abnehmen kann. In das kommt dann auch das Duftwachs. Und hier sieht man dann im Grunde die Birne. Und man hat hier auch so ganz zarte Löcher. Ja, natürlich wahrscheinlich auch, dass es sich nicht zu sehr erhitzt. Aber natürlich, was dann auch die Wärme abgibt. Und ich bin da total neugierig, wie das mit diesem Licht funktioniert, weil mein System sozusagen aktuell anders funktioniert. Tatsächlich weiß ich jetzt noch gar nicht, ob ich sie ins Wohnzimmer stelle oder die, was jetzt hier steht, stehen lasse. Und die in Küche und Büro oder vielleicht nur das Büro oder nur in die Küche. Ich bin mir noch ein bisschen unschlüssig. Das kleine Teilchen kann man ja theoretisch auch ganz wunderbar hin und her tragen. Und mir hat das von der Größe einfach super gefallen und auch von der Aufmachung. Und ja, tatsächlich auch, weil ich denke, dass es eben ja doch eine gute Größe ist, um auch einen etwas normal großen Raum, so für 20 Quadratmeter, zu beduften. Mein Wohnzimmer ist ja knapp 30. Das könnte vielleicht ein bisschen knapp werden, aber so ein Vierteltart sollte ja auf jeden Fall reinpassen, und mehr verdufte ich tatsächlich auch nicht, und ich habe hier immer einen ganz wunderbaren Duft. Ja, durfte bei mir einziehen, freue ich mich sehr und danke auch der lieben Sarah Sophie natürlich fürs Anfixen. Jetzt kommen wir aber zu den Düften. Das erste Mal Chestnut Hill, und ich habe mir hier ja tatsächlich auch wieder diese Melt-Art bestellt. Ich glaube, die heißen hier auch nur Duftwachse, haben 85 Gramm und lagen bei irgendwas um die 6 Euro. Es gibt von den Duft von der Marke aber auch noch die 2 Dochtkerzen, einmal mit 280 Gramm und ich glaube auch mit 430, also relativ groß. Sie haben immer 2 Dochte, was ich persönlich früher immer sehr bevorzugt habe, weil dann der Pool sich einfach ein bisschen schneller gebildet hat. Der Nachteil ist, dass man kein Illuma-Lid aufsetzen kann. Das funktioniert in der Regel nur bei 1 Docht dann, weil sonst ja, brennt das im Grunde immer das Illuma-Lid an. Ja, da muss man eben abwägen, was man möchte. Ich fand 2 Docht immer spannender und ein bisschen besser und ja auch schneller so vom Duft, dass wenn man ihn abends eben nur 2 Stunden anhat, dass man dann ihn auch wieder ausmachen kann. Das Problem bei mir sind nach wie vor immer Kerzen und Katzen, weswegen ich tatsächlich ja fast nur auf Duftlampen zurückgreife, die ziemlich zu sind, wo das Teelicht eben nicht zu sehr flackert und die Katzen nicht so einen Anreiz haben, daran zu gehen, beziehungsweise jetzt tatsächlich dann eher wieder das Elektrische, weil ich das auch einfach mega praktisch finde. Aber lange Rede, ja, hier sind die 4 Düfte und ich fand das einfach mal ganz praktisch, diese Melts, das auszuprobieren, und von daher bin ich einfach neugierig. Als erstes ist eingezogen 5 O'Clock Somewhere. Das ist ein richtig schönes Label, wie ich finde. Auch die Farbe verspricht im Grunde schon das, was, soweit ich weiß, drin sein sollte. Ich hatte nämlich irgendwas Oranges im Kopf und Mango. Ja, die Mango riecht man definitiv hervor. Es ist ein ganz fruchtiger Mangoduft mit einem Hauch der Frische, der Ananas
Und man riecht auch ein bisschen die Orange, definitiv. Also es ist ein super leckerer Duft. Ich bin sehr gespannt, wie der warm sein wird. Er hat auch nichts von klassischem Klostein, wie man ja oft mal bei Zitrusfrüchten ja die Befürchtung hat und auch öfter schon erlebt hat. Für mich ist da tatsächlich die Süße der Mango sehr präsent und ich glaube, die schaltet so den Duftsteineffekt ein bisschen oder den Klosteineffekt ein bisschen aus. Ja, sehr lecker, riecht sehr echt, sehr authentisch, einfach sehr ja, fruchtig. Also man hat wirklich das Gefühl, es ist eine super reife Mango und man hat daneben eine Ananas aufgeschnitten und da kommt so ganz zart dieses Zitrische der Orange. Riecht auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie das mit dem Soja-Duftwachs funktioniert, wie das sich so verhält, ob man da irgendeinen Unterschied merkt. Finde ich auf jeden Fall spannend und ja, das Label ist wirklich ein kleines Träumchen und freue mich sehr auf den Duft. Dann im Grunde eigentlich eher so ein winterlicherer Duft, wobei bei mir funktioniert sowas immer, und zwar Matcha Mint. Mutet auch so gefühlt ein bisschen winterlicher an, ist aber oder soll ein After-Eight-Duft sein. Und ich liebe Minze und ich liebe Schokolade und ich liebe After-Eight nicht nur zum Essen, sondern eben auch als Duft. Ja, wow, der ist mega. Also der riecht wirklich wie After-Eight. Tatsächlich, man beißt hinein und das ist auch wieder so authentisch. Also es ist echt, ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Man hat die Schokolade, man hat diese Süße. Und es ist definitiv keine dunkle Schokolade, sondern es hat schon eher den Vollmilch-Touch. Und dann eben wirklich das Minzige. Das riecht echt lecker. Das riecht echt toll. Gefällt mir unglaublich gut. Also man hat wirklich das Gefühl, man macht diese After-Eight-Packung gerade auf. Und der Duft kommt einem entgegen. Wahnsinn. Also mega. Gefällt mir kalt. Super, super gut. Da bin ich mega gespannt, wie der warm sein wird. Und ach, es ist echt ein Träumchen. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich liebe Schokolade und Minz und ich liebe After Eight. Dann ein Duft, ja, der mich vor allem durch den Namen und auch durch die Wachsfarbe angesprochen hat, und zwar Beach House. Hat hier so ein schönes, ja, hellpetrol, dunkeltürkises Wachs. Hat mich mega angesprochen und ja, es musste natürlich sein, dass es ein Kokosnussduft ist, soweit ich mich entsinne. Ah, ja. Ja, definitiv Kokosnuss. Dann hat man, finde ich, so den Hauch Maracuja, man hat das Fruchtige und dann hat man das Gefühl, man ist so auf der Wiese. Also es ist tatsächlich nicht ganz so beachig, weil man das Grün irgendwie hat. Ich meine, Palmen riechen jetzt ja per se nicht unbedingt nach was, sondern eher so das frische Grün. Jetzt vielleicht auch nicht ganz frisch gemähter Rasen, das wäre zu viel, aber so diese Kokosnuss, Maracuja und dann kommt so ein Hauch von Grün. Ich finde ich mega. Also das ist ganz, ganz toll. Ah, riecht echt Hammer. Ah, riecht echt. Ich bin echt fasziniert. Auch wieder diese Authentizität von Kokos und diesem fruchtigen Maracuja. Oh, das ist echt toll. Und dieses Hauch von Grün. Also es ist nicht ganz beachig. Dazu ist es, glaube ich, ein Hauch, ja, zu grün. Aber vielleicht ist es ein grüner Strand. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall riecht er so angeschnuppert schon mal mega lecker. Und dann ein Duft, den ich bereits bei der lieben Diana schon mal auf Instagram entdeckt hatte und sie davon so geschwärmt hatte und ich mir den schon mal abgescreenshottet hatte. Und als jetzt Sarah Sophie so geschwärmt hat von den Chestnut Hill Düften, dachte ich, Mensch, das war doch auch der, den du dir mal abfotografiert hast bei der lieben Diana. Und so war es dann auch. Und zwar ist das Beach Bum. Also auch ein total cooler Name, wie ich finde, ein wunderschönes Label, das definitiv Lust auf Sommer, Strand und Cocktails macht. Eine coole Wachsfarbe und ich glaube, mit Cocktails liege ich gar nicht so falsch, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Ja, der ist mega. Also hier auch wieder der Hauch von Kokos, hier aber wahrscheinlich eher so die Kokosmilch, was man aus dem Cocktail kennt. Dann hat man ein bisschen Pfirsich, so ganz leicht. Und dann kommt der Pina Colada. Ach, ich liebe den. Also der riecht echt Hammer. Also das ist ein ganz spezieller Duft, eine ganz spezielle Mischung. Es ist nicht einfach nur eine Pina Colada, sondern durch den Pfirsich und die Kokosmilch wird das auch noch so ein bisschen weicher, wenn das irgendwie Sinn macht bei Düften. Finde ich mega. Gefällt mir unglaublich gut. Und ja, Beach Bum. Also bin ich mega gespannt, wie die jetzt alle warm sein werden. Wenn es dieses Jahr schon nichts mit Beach wird, dann zumindest hier mit drei Düften, die mich ans Meer sozusagen verführen. Und ja, wenn schon nicht Sonne, Strand und Meer und Ägypten wird, dann zumindest Duftiges in meiner Wohnung. Und ja,
ich bin sehr angetan von den Düften. Freue mich auch mega, jetzt die Duftlampe in Betrieb zu nehmen. Bin ich jetzt total hippelig. Vielleicht findet ihr ja auch das ein oder andere Bild auf Instagram. Findet ihr auch unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Und ja, das war jetzt schon das kleine Unpacking, der kleine Haul. Ich bin ja sehr, sehr erfreut und bin mega gespannt und freue mich jetzt tatsächlich sehr, das auszuprobieren. Und vielleicht kennt ihr ja auch schon Candle Warmers, vielleicht habt ihr ja schon eine Kerzenduftlampe in elektronischer Form bei euch. Das könnt ihr mir gerne mal in den Kommentaren. Das könnt ihr gerne mit mir ein bisschen in den Kommentaren austauschen, auch ob ihr die Duftmarke Chestnut Hill schon kennt und ob ihr da Favoritendüfte habt und vielleicht auch, warum die euch besonders gut gefallen. Da würde ich mich auch super über den Austausch freuen. Und ja, das war's jetzt auch schon von mir. Schaut in der Infobox vorbei, da findet ihr alle Infos. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.